Hallo Leute, hier sind wieder MacPhysto 2051 und Maroon André. Servus. Hallihallo. Jo, zurück bei Sky Factory. Du hast hier, Ja, ich habe mit dem Maschinenpark angefangen. Oh, ich werde jetzt in der Folge weitermachen. Muss da jetzt ein LKW vorbeifahren? Ja, Maschinenpark, genau. Das von unten abgebaut, hier ordentlich mit Kabeln und Farben und sonst was angefangen zu verlegen. Das ist noch nicht fertig. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weitermachen und das erklären gleich. Das sieht schon gut aus. Ich hoffe, die Fässer reichen diesmal auch aus. Ich habe Vergrößerung für die Fässer und Was hast du hier? Da wird Eisen, kommt Eisen rein. Ja, ist doch toll. Hast du schon automatisiert oder was? Eisen und Kupfer sind bereits automatisiert. Das werden mehr. Ich automatisiere jetzt hauptsächlich erstmal die Metalle, die wir die ganze Zeit zum Bauen brauchen, weil es mir auf den Sack geht, das immer erstmal selber zu zerkleinern und zu machen und jeder Schritt selber ist echt super lästig. Ja, das sieht gut. Und du machst hier weiter, ich gehe rüber. Ich will heute endlich mit Towncraft anfangen. Sehr schön, aber wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir nochmal schöne Looting Bags gekriegt haben. Achso, ja, dann müssen wir ja sowieso rüber. Ja, deswegen. Gehen wir das mal noch gerade einmal machen. Ich habe jetzt festgestellt, warum es nicht ging. Ich hatte das Kabel nicht richtig dran an dem Fass. Sieben Stück. Hehehe. Erster. Nein, ja, du erst so ein. Kupferbusch, Crimson Kult, Schuhe. Oh, zwei Octatic Capacitor. Sehr schön. Resonant Ender Bucket und Draconium Ingot. Bluffman's Lunch. Eisenbusch und, Wither Skeleton Skull, sehr schön. Goldbusch und was interessantes, das sage ich dir aber nicht. Toll. Crimson Kult, Kapuze, langweilig. Hä? Woher weißt du das? Hast du die gesehen, als ich sie rausgenommen habe, oder was? Das habe ich in meinem Sack drin gehabt, aber danke, dass du mir damit verraten hast, dass ich bei dir drin war. Verdammt. Kann ich auch, hier, aber... Und ich habe noch vier Delicious Delighted Meals. Moment, ich muss ja den... Ah! So, jetzt muss ich den Helm wieder anziehen. Ach Mann. Ja, und bei mir als letztes ein Helm von denen und... Ein Unstable Ingot, das lasse ich mal lieber in dem Sack drin. Oh yeah. Warte mal. Man könnte damit einen Builderswand bauen, aber wir bräuchten zwei. Brauchen wir ja nicht. Der Builderswand, den Shadow gemacht hat, der ist super. Von dem her unnötig. Ja, wo gehst du jetzt hin? Also zu deinem Häuschen. Jetzt hier oben habe ich den Räumchen gemacht und so. Da mache ich jetzt ein bisschen Taubenkraft. Ja, dann fangen wir mal mit Taubenkraft an. Ich zeige den Leuten, wie ich die Kabel da hinten verlegt habe. Ja, ich mache jetzt erstmal ein Tischchen. Ja, zwei brauchen wir, glaube ich, davon. Zwei große Tische. Ach, die Schnickschnackkiste ist auch schon wieder voll. Wo steht sich denn den Fisch hin? Ah, hier unter das Fenster. Mehr geht doch nicht. Hä? Ich dachte, den muss man irgendwie... Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Ja. Homecraft. Toll, man kommt und der Enderman teleportiert sich weg. Ah, scheiß Vieh. Doch, warte mal, muss man den mit dem Zauberstab antippen? Mit dem Zauberstab musst du, glaube ich, ein Bücherregal antippen. Ah, um Thaumanomikon zu kriegen. Ist genau. Aber mit welchem? Mit dem Iron Wand? Mit dem Standard-Zauberstab von Thaumcraft, den du dir, glaube ich, aus dem Goldnugget und einem Stab oder sowas machst. Ja, genau. Deshalb hatte ich eigentlich auch Gold hier, Eisen mitgenommen. Eisen, du willst Nuggets es machen und ich muss dir sagen, wie es geht. Interessant. Eisen-Nuggets braucht man. So, also wir hatten ja schon mal geguckt, hier mit dem ganzen Männchen, die sieben einem alle möglichen zerbrochenen Erze. Die fülle ich dann in Kisten. Das fehlt noch, dieser Schritt. Wir haben nur das, was die Männlein vorher gesiebt haben. Aus der Kiste pumpe ich die Erze raus in den Cyclic Assembler. Man sieht es jetzt schlecht. Der macht mir aus vier Eisenerz ein Eisenkies. Das Eisenkies zermahle ich dann in Pulver. Und das Pulver brenne ich dann im Ofen. Zu einem Eisenbarren, den wir jetzt nicht sehen, weil er immer direkt ins Fass geht. Und ja.
Das werde ich jetzt noch mit anderen Sachen machen. Wie gesagt, mit Eisen und mit Kupfer läuft das Ganze schon. Guck mal, was wir noch Wichtiges brauchen. Aluminium, immer. Achso, Verzauberung. Ich habe meine Chestplate mal verzaubert auf Protection 4 und mein Diamantschwert auf Sharpness 5. Voll geil. War vorhin auch im Nether, hat gut funktioniert. Bin nicht gestorben, ausnahmsweise. So, Bücherregal. Mal gucken. So, blau rein, das heißt, das hier muss auch blau raus. Ja. Müsste sich jetzt von alleine füllen. So, und. Dann mache ich den Plan rein. Fangen und sagen: Hier gibt ein Kies. Ihr seht, es funktioniert ganz schnell. Jetzt haben wir Eisen, Aluminium, Kies. Also, hier haben wir jetzt das Sommernomikon, das sagt uns, wo wir anfangen müssen, was wir machen müssen. Ziemlich viel zum Lesen. Ja. Ich werde mich da ein bisschen reinfuchsen, weil ich krieg das schon wieder irgendwie hin. Ach, hier, wusste ich doch. Ja, irgendwas anderes drin. Nein, nicht zermalen. Oh, du auch nicht. Ja, ihr seht, das klappt ohne Filter gar nicht. Ich hab den Tisch gemacht. Kann ich den abbauen? Ja. Deswegen mache ich das alles hier nur mit Filtern. So, jetzt müssen wir nochmal so ein Tischchen bauen. Und dann, so, wo ist von meinem gekommen? Den Tisch haben wir, den Arcan Worktable haben wir gemacht. Den Arcan haben wir auch. Den Research Table brauchen wir. Dafür brauchen wir Scribing Tools, ein Glasfile, ein Glas. Und ihr seht bei mir halt, wie ich jetzt hier die Sachen sinnvoll einsortiere, damit auch bitte nur das eine dann da reinkommt, was auch da rein soll. Federn und eine gepulverte Kohle braucht man. Weil hat einen Ball auf dem Kopf, der Creeper, der Ender. Oh, mal ein bisschen ein Ding hier auf Enderperlen auffüllen. Das schreit schon wieder so laut. Und das hier scheint auch zu funktionieren, wie ihr seht. Es werden mehr. Und das hier werden weniger. Federn, eine Glasfall. Kann die ganzen Maschinen auch noch beschleunigen. Ich habe extra schon die dicken gebaut, wo noch Slots frei sind. Aber dafür muss ich nachher erst die Speed-Dinger bauen. So, Glasfall, Federn und was habe ich gesagt? Hey, wake up! Hey. Die Sachen, die ich dann immer überflüssigerweise krieg, schmeiße ich einfach hier rein. Moment, Moment. So. So, derzeit mache ich weiter. Zinn ist auch immer wichtig. Was brauche ich noch? Mein Hirn. Ma-O-Am. Ja, das wäre cool. Wow. Nein, ich wollte Federn. Die habe ich. Ach so, pulverisierte Kohle. Ja. Pulverisierte Kohle. So. So, das war das für Zinn. Das muss ich noch einfügen. Oder beziehungsweise hier rauspumpen. Dann machen wir meine Glasfiles. Eine Glasfile, ein Pista und ein von dem gibt uns dieses Scribing Tool. Und wenn wir jetzt den Tisch dahin pflanzen und mit einem Scribing Tool rechtsklicken, wird's zum Research Table. Na, endlich! Das ist übrigens eine Glasfile und keine Pfeil. Ach so, ach man. Plus, weil. Was? Weil? Ja.
Pfeil. Warum? Weil? Weil das ungefähr so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall eher wie Pfeil. 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 Was? Wait, interessiert's, ne? Hä? Albi kann man Schnitzel. Blau rein. Orange raus. Orange muss rein. Was hab ich denn jetzt? Okay, gut, den haben wir auch. Thermometer. Ein paar Schatz braucht man und Gold. Ich könnte das natürlich alles in verschiedene leiten lassen und nur mal gucken, was ist, aber wenn dann irgendwo eins überläuft, dann ist die ganze Produktion im Sack, deswegen wird das alles getrennt. Haben wir Schatz? Heute eine sehr erklärende Folge, was wohin kommt. Aber das muss auch mal sein. Wie ihr seht, habe ich hier schon Upgrades gebastelt, die kann ich dann hier anwenden. Und während jetzt 4096 Items reinpassen, mit dem Upgrade sind es dann doppelt so viele. Dann hätten wir 128 Stacks je Metall Vorrat. Das sollte eine Zeit lang reichen. Das ist doof, wenn man immer vergisst, was man möchte. Was wollte ich denn schon wieder bauen? Ach, Papier. Nickel. Ich brauch doch Papier. Plünder mal unseren Vorrat. Wie gut, dass ich vorhin rausgenommen habe, was ich brauche. Oh, ein Stack. Das Zuckerrohr ist ja schon wieder fast gewachsen, ist also kein Problem. Ich werde schnell mal auch immer alles da rein. Habe ich die Shards vergessen? Ich bin doch doof. So, ihr seht, das mit dem Nickel klappt auch. Aber ich glaube, hier haben wir ein paar Shards. Hier haben wir nicht. Irgendwo habe ich Shards gesehen. Wo war denn das? Wo war denn das? Der Zinn kommt aber nichts an. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ah, den Zinn noch nicht rausgezogen. Das sind falsche Schaden. Sehr schön, klappt auch. Ich sollte übrigens mal gucken, ob unsere Solarzellen das überhaupt mitmachen. Wir haben absolut null Vorrat. An Solarzellen oder Energie? Energie. Hast du irgendwo die Chance, Energie gefunden? Obwohl wir verwenden. Okay, dann hoffe ich einfach mal, das klappt. Wie ihr seht, habe ich hier oben schon mehrere Solarzellen hingepackt. Jetzt war ich beim nächsten und du hast mich rausgebracht. Ach, beim Nickel wollte ich weitermachen, genau. Unten rein, links raus, alles links raus. Was haben wir denn hier? Noch ein paar Shards. Ah, das sind auch noch welche. Aber Forbidden Magic, ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass die kompatibel sind. Hast du hier schon mal normale Shards gesehen? Nein, noch nicht drauf geachtet. Ich sehe auch keinen. Den hier raus? Warum geht's hier nicht hier rein? Oder bin ich blind? Ah, geht einfach nichts mehr rein, weil ich vergesse es abzupumpen. Wir probieren das mal aus mit den Shards, die wir haben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Nicht Zinn hinten festgelegt oder nicht wieder vergessen, das freizuschalten. Ah, ja, nur vergessen, es einzusetzen. Ja, funktioniert nicht. Das ist doof. Zinn. Zinn geht rein.
sollte. Purple. Magenta. Okay, ich glaube, ich habe Purple und Magenta verwechselt. So als Mann. Ist da ein Unterschied? Ach hey. Okay. Dann müssen wir uns einen Hammer irgendwo craften. Nee, Purple raus. Purple raus. Eieiei. Nether Bricks habe ich irgendwo eins. Die habe ich drüben. Purple und Purple. Ja, ich habe Violett und Magenta verwechselt. Kein Wunder, dass sie nicht geht. Kann ja mal passieren. Ich sehe da eh keinen großen Unterschied. Also das eine ist ein Ticken heller, aber wenn ich nebeneinander habe, geht da eh nichts. So, jetzt sollte eigentlich in allem was ankommen. Und wir Sand. Da kam was da. Wie kriegt man Sandstein? Aus Sand, gell? Da. Ja, 4 Sand müssten Sandstein geben. Ach gut, es geht jetzt. Eis. Alle Violett. Wie kriege ich hier Eis? Da muss ich ja ewig weit hoch. Ich habe noch nicht danach geguckt, wie man Eis kriegt. Lol, TNT-Block mit dem Hammer hauen. Geht er nicht in die Luft? Okay. Wir kriegen die ersten Charts, kriegen wir heute auf jeden Fall noch hin. Das mache ich jetzt noch. 16 Minuten, sagt die Uhr. So, also. Netherbricks. So, Nickel hier rein oder raus. Hammer hauen. Das hier ist ein bisschen insgesamt geprutschelt, bis das klappt. Weil wenn jetzt jeder hier erzählt, was er macht, ist etwas irritierend gerade, glaube ich. Ich hoffe, die armen Zuschauer kommen mit. Naja, die müssen halt dann dem jeweiligen folgen. Hä? So, wo ist denn Orange? Orange rein. Ach, Sandstone Slab. Aha. Ich wollte natürlich Nickel reinmachen und nichts anderes. Auch wenn Nickel gleich Ferris ist. Egal, wir können hier das, dieses Teil bauen. Boah, Pink gibt's auch noch, die sind auch alle gleich. Ich hab keinen Platz im Inventar. Oh, Thermometer. Und in der Kiste ist auch kein Platz, das ist ja sehr, sehr vorteilhaft. Den Mist bin ich schon mal losgeworden. Das klappt auch. Nickel muss ich noch extrahieren lassen. So, große Kiste, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Aber auch gehen. Alles raus hier. Hier warte, den One behalten mal. Wird denn in der Zeit überhaupt? Jetzt bei 18 Minuten. Ich hatte gerade schon gesagt, jetzt sind 16. Ah, das habe ich nicht gehört. War das dann nicht mit so Blei dass weiter. Hier langsam ist es unübersichtlich. Hab hier reingehört. Arcanstone. Cobblestone. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Ansonsten fragen ruhig irgendwas nach. Ja. Immer schön, wenn man ein bisschen Feedback bekommt. Wow, wieder alles drin, außer das, was rein soll. You need to study plants. Ah, warte mal, das ist doch eine Pflanze. Hm, doch nicht. So, das klappt. Blei geht. Ich habe rot raus und nicht orange. Ihr seht, hier kommt es echt drauf an, dass die Farben stimmen. Ich kann nichts studieren. Ach, vielleicht soll ich mal. Ist lustig, hier mit dem Thermometer durch die Gegend zu laufen und Sachen zu analysieren, die wir nicht haben. Vielleicht soll ich beim Getreide anfangen. To understand this, you need to study the source of life. Wasser, oder? Kannst du mich ja mal angucken. Wenn es schon geht. Ich würde sagen, ich muss erstmal Wasser. Jawohl. Und dann kann ich wahrscheinlich pflanzen. Ja, auch nicht.
Dann brauche ich wahrscheinlich Erde. So, und ich versuche jetzt hier den Kies reinzumachen in den Pulverizer. Den richtigen bitte. Orange wieder rauszuziehen. Ah! Stone ging. Dann machen wir mal Holz. Was ist da geplant? Dann kann ich das Blei drüben in den Ofen schmeißen. Der Orange reingeht. Kurz ein bisschen Gras und guck, ob ich das Gras erforschen kann. The source of life. Achso. Das ist die Lebensding. Orange nach innen. Nein, nicht den Kies. Und auch nicht. Oh. Ihr seht, das hier ist echt knuddelig, bis das alles funktioniert. Pulverisierte Blei hätte ich gerne hier drin. Sonst nichts. Aber es passt schon nichts mehr raus. Das muss ich dann auch noch violett wieder abziehen. So hin und her gerannt, ich bin schon hungrig und so beladen an alles. Was ist die Grundlage des Lebens? Halt, bleib stehen. Gib mir nur eine Kiste, dann bin ich wieder weg. Nein, wie soll ich stehen bleiben? Lol, wenn ich probiere dich zu fokussieren, dann kriege ich einen schwarzen Bildschirm. Ja. Ich bin so allumfassend. Oh, warte. Um dich zu studieren, muss ich das Beast. To understand this, you need to study Beast. Beasts. Bests. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich werde es in der nächsten Folge weitermachen. Ich gebe Gas. Of life. Ich sorge jetzt einfach mal hier die überflüssigen Erze raus. So. Ach ja, übrigens, liebe Zuschauer. Oh, und da hat er vergessen. Shadow TS hat da gestern noch eine kleine Kuppel gebaut und da hat er vergessen, die Dingshölzer zu, die Carpenter Blocks zu bauen. Und hier geht ein langer Weg entlang. Da geht ungefähr 20. Hey, wake up! Na? Er geht ungefähr 20 Chunks in die Richtung und da soll dann gewisse andere Farmen entstehen, so wie zum Beispiel die Baumfarm, die kommt da hinten hin. Und was wolltest du da noch hinbauen? Ja, die Baumfarm, die, da unten die Farm, die ich mir gerade angucke. Die Magical Crops Farm wird noch riesengroß. Die Monsterfalle können wir dann auch mal auslagern, damit sie nicht hier immer zermatschen. Cool. Dann können wir sie auch mal mehrere Etagen hoch machen, damit wir mehr Säcke kriegen. Ja, das wäre gut, aber dann müssen wir auch den ganzen anderen Stuff müssen wir einfach in die Tonne kloppen. Ja, das klappt ja alles. Wir werden ja früher oder später alles sinnvoll sortiert bekommen. Ja. Okay, gut, das war's für diese Folge. Also ich mache das hier mal noch fertig für die Sachen, die wir hier haben, zumindest mal für die ganzen Erze. Das ist wahrscheinlich nicht das Interessanteste, sich das anzugucken, wie ich das alles einstelle. Und ich hoffe einfach, bis zum nächsten Mal hat das dann alles geklappt. Damit wir dann hier hinten Barren aller Standardsachen haben, mit denen wir dann was bauen können und uns nicht mehr selber irgendwo hinstellen müssen und diese Barren schmelzen. Ja, das war's von mir soweit. Du fällst mir immer ins Wort. Jetzt sagt er nichts mehr. Nein, jetzt bin ich beleidigt. Okay, dann sag ich halt allen Tschüss. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Bis dahin. Ciao.